Ja, herzlich willkommen hier im Thanksmade Atelier in der Mühlestraße 2a. Heute war die Kita aus Kornwestheim aus der Karlstraße bei uns zu Besuch und ich habe hier ein ganz tolles Hemd von den Kindern geschenkt bekommen. Das haben die selbst bemalt, beklebt, hier mit Glitzersteinen, kleinen Nieten und haben mir das geschenkt, weil sie heute mal in die Welt von Thanksmade eintauchen durften. Und häufig werden mir dann die Fragen gestellt, wo die ganze Ware eigentlich herkommt. Und die Frage wird mir natürlich auch in der Thanksmade Boutique in der Eberhardstraße 25 immer gestellt. Ich betreibe diese Art von Verarbeitung von Bekleidung schon seit vielen, vielen Jahren. Das heißt, wir haben durch die Zeit entwickeln sich Kontakte und Anlaufstellen, die sich bei mir melden oder ich mich bei denen melden oder die ich direkt besuche und dort über die beziehe ich meine Ware. Das ist jetzt also nicht irgendwie ein Spot, wo ich hinlaufen kann und dann die unterschiedlichsten Dinge an Stoffen und Kleidungsstücken kaufen kann, sondern es hat sich über die letzten Jahre wie zu einem Art Netzwerk entwickelt. Deswegen kann ich da nie eine fundierte Antwort drauf geben. Was mir aber aufgefallen ist, dass ich natürlich immer wieder zu dem Gleichen greife und zu dem Gleichen meine ich, ich suche in erster Linie Materialien und das ist jetzt hier in dem Fall, die Videos machen wir häufig dann, wenn wieder was Besonderes passiert ist, wenn wieder was hergestellt wurde. In dem Fall ist es jetzt so, ich habe über die letzten Jahre tolle Sweatshirts gesammelt, ja, in erster Linie jetzt hier schwarze, es sind auch mal beige, ne? Hier ist ein Sweater von Stone Island dabei. Also Sweatshirts aus 100% Baumwolle, die sehr fest und gut verarbeitet sind. Man merkt, es sind ganz dicke Stoffe. Und wenn ich die Sachen einkaufe und erhalte, das heißt dann nicht, dass ich direkt schon eine Idee habe. Ich weiß nur, ich werde in der Zukunft dann diese Kleidungsstücke verarbeiten. Und dann meistens sammle ich so circa 10 Stück in einer Farbnuance. Das wäre jetzt bei mir hier einmal der Bereich beige, hellrot, braun, überall, wo dann dieser Stoff, der ist jetzt zum Beispiel von Burberry, dazu passt. Und in dem Fall war es der Vintage-Strickstoff. Das heißt, im Einkauf weiß ich noch gar nicht, was ich damit mache. Ich sehe in erster Linie, das ist eine tolle Qualität. Und dann über die Zeit, wenn wir alles andere organisieren, planen und herstellen, sehe ich auf einmal, hey, ich habe 10 Stück und ich kann jetzt hier was Neues produzieren. Jetzt kam vorher die Frage auf, ja, mache ich dann Skizzen und Designs am Computer? Nein, weil beim Upcycling ist es ja der Unterschied, ich produziere jetzt nichts aus dem Nichts etwas heraus, sondern ich habe jetzt 10 schwarze Sweatshirts und muss dann überlegen, was bietet mein Stofflager oder mein Warenlager, was passt zu diesen Kleidungsstücken. Das heißt, ich muss natürlich erstmal gucken, was gibt es und was passt dann dazu. Dafür brauche ich jetzt für mich keine Skizze, da reicht dann mir die Vorstellungskraft, dass das passt. Und so hat sich das jetzt mit den Sweatshirts ganz toll entwickelt, weil auch die Kirsten Hellstern, die dienstags von 13 bis 18 Uhr im Laden steht, hat vor vielen Jahren einen schwarzen Sweater gekauft und der hatte hier dieses Cutout-Design, da war das ein schwarzes Sweatshirt, da waren auch die Ärmel abgeschnitten, die wir für einen anderen Pullover gebraucht haben. Und ich hatte noch diesen Strickstoff, den haben wir unterlegt und sie hat es gekauft, das kommt ja ganz häufig vor. Früher hatte ich ja nur Unikate, die wurden hergestellt und waren weg und kein Mensch hat es mehr gesehen. Und bei den Sachen auf Maß noch mehr, die wurden dann nur für den Kunden gemacht, es entstand gar kein Bild, gar kein Beweis und die Sachen waren weg. Und dadurch, dass das die Kirsten idealerweise gekauft hatte und sie immer wieder auf diesen Pullover angesprochen wurde, konnte ich diese Idee, das war jetzt quasi ihr Sweater, war das Rohmodell, das Sample quasi, haben wir jetzt mit den weiteren 10 Sweatern hergestellt, sonst hätte ich jetzt wieder gesagt, ich mache was ganz anderes, aber so hatte das jetzt einen roten Faden. Und weil sie sich den damals gekauft hat, angesprochen wurde, ich die 10 schwarzen hatte und auch die anderen farbigen, konnten wir das dann hier kontinuierlich fortsetzen. Das heißt, hier sind jetzt noch viel mehr, die haben wir heute alle abgeschlossen, die sind jetzt gebügelt, die können jetzt direkt in Verkauf. Man sieht es auch, wie stabil die schon hängen. Also da steckt wirklich was dahinter. Man muss ja das erstmal dann, wenn man es auf natürlicher Weise jetzt herstellt, waren die ja davor alle verschlossen, hatten Logos oder Flecken, muss man es ausschneiden, man muss den Stoff zuschneiden, man muss das hier drüber nähen. Die Vintage-Stoffe werden dann hier innen drin noch extra versäubert. Man sieht es jetzt hier nochmal mit einer Zickzacknaht. Und davor werden sie ja auch noch gereinigt und dann ganz am Schluss gebügelt.
Das Besondere ist jetzt hier noch, dass wir durch dieses Design das auf die anderen Farben weiterentwickeln konnten. Und so können wir jetzt sogar echte Burberry-Stoffe von ganz früher hier unter diese Sweatshirts unterlegen. Und jetzt fasse ich mich mal kurz etwas kürzer und probiere mal noch einen Sweatshirt ganz kurz an. Dann seht ihr mal, wie genial sowas aussehen kann. Und zwar, wenn man jetzt hier einfach mal diesen nimmt. Und da kann man eine helle Hose anziehen, eine schwarze, eine Jeans. Schlupfe ich mal kurz rein. Einmal in die lange Variante. Und ihr seht jetzt, ich habe jetzt hier ein Sweatshirt an. Das gibt es jetzt nicht einfach irgendwo. Das kann man nicht einfach kaufen. Da stecken so viele Impulse mit drin. Und so viel Handarbeit und so viel Gefühl und Liebe auch für diese ganze Materie, dass ihr hier jetzt ein Banksmade Unikat habt, was jetzt nicht hergestellt wurde in dem Sinne, ja, wir machen jetzt hier ein Kunstwerk oder ein Unikat, sondern mir geht es darum, und da komme ich zu der Frage, ob ich mich als Modedesigner bezeichne und häufig ins Straucheln komme, das kann ich nicht sagen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt der Modedesigner bin. Mir geht es eher darum, dass wir Kleidungsstücke für den Alltag produzieren, auf die man wieder Lust hat. Wenn man draußen über die Straßen schaut, sehen wir alle sehr, es sieht alles sehr einheitlich aus. Und die neue Art von Banksmade ist besonders, sie fällt auf, sie ist aber trotzdem tragbar und ich unterstreiche dadurch meine Individualität. Ich brauche jetzt auch kein fettes Banksmade oder Balenciaga-Logo mehr, sondern ich bin jetzt schon gut angezogen. Wenn man das natürlich vergleicht mit einem Modedesigner, der das studiert hat, der einen Master in Modedesign hat, der macht natürlich ganz andere Mode nochmal, aber das ist Banksmade nicht. Und zum Abschluss wollte ich euch noch kurz ein interessantes Zitat nochmal aus der Heritage Post vorlesen. Und zwar wird hier Folgendes geschrieben, und ich bin jetzt deswegen gerade extra nochmal hoch zum Bahnhof gelaufen. Als ich das vorher so gesehen habe, habe ich gedacht, das ist das, was ich hier am Anfang der Woche gelesen habe. Hier steht Folgendes, geht ganz schnell. Werte Damen und Herren, wo geht es hin mit der Mode? Einerseits ist eine große Zurückhaltung zu spüren, wegen wirtschaftlicher Unsicherheiten, weil nur noch Delikatessen gesucht werden und die Kleiderschränke auch eigentlich voll sind. Andererseits ist Veränderung in der Luft, in allen Bereichen. Bei den ganz jungen Leuten mag Fast Fashion noch ein Thema sein, aber wer ab einem gewissen Alter noch billiges, kurzlebiges Zeug kauft, wird nicht mehr ernst genommen. Auch wenn der akute Bedarf zurückgeht, vor allem bei denen, die schon immer auf Qualität Wert gelegt haben, die ihre Sachen pflegen und entsprechend lange tragen können, bleiben Kleidungsstücke und Essen in Klammer etwas, mit dem man sich belohnen kann. Dabei geht es früher oder später immer mehr um besondere Stücke, wenn man so will, um einen neuen Luxus, seien es außergewöhnliche Materialien, handwerkliche Meisterleistungen, limitierte Serien oder Unikate. Auch Vintage kann eine Form von Luxus sein, denn auch hier bewegen wir uns im Bereich von Einzelstücken und teilweise auch in einem sehr hohen Preissegment. Zu guter Letzt, dabei ist mir zuletzt aufgefallen, dass man immer weniger Angeberei sieht, also keine großen Logos, keine lauten Schriftzüge, klein und versteckt sich diese Information bei all denjenigen, bei denen die Veränderung im Kopf schon angefangen hat. Nur wer kein Selbstvertrauen hat, braucht noch riesige Markennamen auf seinen Klamotten, damit jeder seinen Geschmack sehen kann. Und das finde ich jetzt genial als Abschluss. Irgendwie habe ich es schon, seitdem ich klein bin, unterbewusst geschafft, am Puls der Zeit zu sein. Und das hat es vorher irgendwie nochmal bestätigt, was heute die Carina und die Sarah mit mir gemeinsam hergestellt haben.